Hallo MOBA-Freunde, seid wieder gegrüßt auf meinem Kanal und heute berichte ich mal von dem Sommerfest bei Joswoth und dem gleichzeitigen 20-jährigen Bestehen der Reviermodule. Aber als erstes möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ihr seid mittlerweile über 4500 Abonnenten und da habe ich doch heute mal eine Frage, eine kleine Preisfrage. Wer erkennt als erstes den Bärtigen in der Mitte auf diesem Bild? Schreibt mir den Namen per E-Mail. Die steht wie immer wieder am Ende des Filmes. Und schreibt mir dazu seinen Namen, seinen YouTube-Kanal. Und wer der erste und schnellste richtige Antworter ist, darf sich über ein kleines Präsent freuen. Also direkt am besten eure Adresse dabei. So, jetzt kommen wir aber gleich erstmal zu den Review-Modulen. Ja, jetzt versuche ich mal hier die Anlage abzugehen. Und ich hoffe, es wackelt euch nicht zu sehr. Wie gesagt, ich war ja auch nicht allein in dem Raum. Ihr hört es dann im Hintergrund. Aber was ihr hier seht, ist eine unheimlich schöne Montan-Industriekultur, die da toll wiedergegeben ist von den Mitgliedern. Ja, und der größte Teil ist natürlich aus Joswoth-Bausätzen, die einfach nur einmalig sind und ich kann immer wieder nur empfehlen, versucht euch am Lasercut nicht immer nur Kunststoff. Lasercut ist so viel mehr eigentlich. Man kann viel mehr variieren. Es muss nicht immer nach Bauplan gebaut werden. Nein, es kann auch viel verändert werden. Und das geht gerade mit Lasercut, gelaserten Karton am besten. Ja, Reviermodule. 20 okay. Jahre. Was ist Reviermodule? Das ist das Ruhrgebiet. Es zeigt die Stahlindustrie von der Kohleförderung über Koks, über die Hochöfen, wie der Stahl dann gegossen wird, mit seinen ganzen dazugehörigen Gebäuden und Anlagen. Es ist einfach nur einmalig. Und jetzt sehen wir zum Beispiel jede Menge Industrie und da kommt dann schon die Ortschaft und auch die Landschaft. Allein der Hintergrund ist natürlich eine sehr tolle Wirkung und macht das Ganze richtig schön harmonisch. Aber schaut euch in Ruhe die Bilder an. Ich werde jetzt mal schauen. Hier seht ihr jetzt was komplett Neues in der Entstehung und ich bin immer wieder fasziniert von dieser Mammutgröße dieser Gebäude, wie es ja aber auch draußen in der Wirklichkeit ist. Und es ist toll, wenn man den Platz hat, es so umwandeln kann. Und ich muss sagen, die Mitglieder vom Reviermodule haben da super Arbeit geleistet und leisten sie immer noch. Toll! Ja, und um kurz vor 14 Uhr war es dann soweit.
Der Vorstand des Modellbahnverbandes in Deutschland überreicht stellvertretend dem Martin und Jörg eine Urkunde zum 20-jährigen Bestehen. Ich wollte euch das nicht vorenthalten und deswegen seht ihr es live. Heute gibt es was zu feiern. 20 Jahre Reviermodule. Am 4.8.2004 hat das Rennen angefangen. Wir haben noch mal diesen Arsenal nachgesehen, noch mal, was es für Eintragungen gab. Wir haben mit dem Vorstand gesprochen im Vorfeld. Der hat leider heute nicht geschafft, das reinzukommen. Der erste Vorstand, aber trotzdem 20 Jahre muss man als Verein erstmal schaffen. Viele Vereine, auch hier von nah und fern, sind hier vor Ort, aus Ahrfeld, aus dem wunderschönen Mainzer Gebiet dann halt. Natürlich hier auch aus Wuppertal. Ich auch als Wuppertaler habe die Ehre heute 20 Jahre zu beglückwünschen. Reviermodule hier vom MOBA Deutschland. Wir sagen herzlichen Glückwunsch. Wir haben mindestens 20 Jahre. Und eins ist auch ganz klar, die Werteisenbahn verbindet. Und ganz, ganz wichtig ist eben halt, wir sehen verschiedene jugendliche Bereiche hier. Jugendarbeit ist hier auch ein wichtiger Punkt. Und natürlich ganz wichtig, und Jörg hier als Initiator für den Leserbau. Das ist alles sehr, sehr wichtig. Auch mal von der Seite danke. Vor allem, dass du den Reviermodul hier zu Hause gibst. Auch nochmal herzlichen Dank. Wir als MOBA möchten euch dann diese Urkunde übergeben dann halt. 20 Jahre MOBA und Reviermodule. Ja, eine Gemeinschaft gehört zusammen. Ich sage dann mal recht herzlichen Dank. Und danke dir dann nochmal für 20 Jahre dann halt. Ihr Jörg auch. Und ja, ich wünsche uns heute einen schönen Tag hier und wir freuen uns auf die nächsten 20 Jahre. Vielen Dank. Das Als nächstes führe ich euch mal durch die Räumlichkeiten Joswoods, wo natürlich viele Modelle ausgestellt werden. Bausätze erhältlich sind und auch zu kaufen sind, für jeden, der es noch nicht gesehen hat. Und auch dort steht noch eine Anlage. Und jede Menge Module. Wie gesagt, wir befinden uns hier jetzt in einem der beiden Räume, wo zum Beispiel die Module auch gebastelt werden für die Ausstellung und Neuvorstellung. Ja, schaut's an. Thank you.
ein nicht maßstäbliches Auto auf die Anlage geschummelt. Ja. Und ich habe es nicht weggeschummelt. Ich habe es einfach nicht angerührt. Ja, lass einfach mal stehen, genau. Eigentlich habe ich jetzt schon so oft gesehen, dass wo du das weiß ich sofort, um was es geht. Ne? Ja, ich weiß. Guck mal, wo hier irgendwo drin liegt. Probieren wir es aus. Ja, ich würde gerne noch mal gucken gehen. Also für mich erfreulich, sage ich mal, als Bürger ist einfach schön zu beobachten, dass die Expansion trotzdem weitergeht. Und dass es auch trotzdem, dass der alte Eilert sich zurückgezogen hat, dass also irgendwo Leben noch da ist, im Sinne der Firma. Ja, also ich hoffe, dass er lange lebt, weil ich glaube, wenn er mal nicht mehr ist, dann wird sich die Gesinnung auch vielleicht ein bisschen ändern. Das ist die Frage. Also umgekehrt, ich sag mal, wer in der Höhe? Schuhwortmann. Der baut sein zentrales Logistikobjekt von seiner Schuhkette. Nach der Verkehrsingenieur Völliger Müller. Ja, allein mehr der Autobahn da immer wieder. Aber eigentlich muss ich doch einmal zufrieden sein. Das ist hier. Das ist hier hinten in der Ecke. Ja, wenn du da reingehst. Ja, das ist ein die kleinste Maßstab ist, oder? So will der dickste Maßstab ist. Inzwischen gibt es noch eine größere. Das war es. Ja, da muss man halt sehen, wie man macht. Zum Beispiel die Rohre, die Hirsche, die wären, das ist mein Mann. So, und hier sehen wir jetzt mal, wie das ganze Thema Montanindustrie in der Spurgröße N aussieht. Ja, auch da sind da schon enorme Abmessungen. Da bauen manche ganze Anlagen drauf. Und nun noch ein paar fahrende Züge, weil das interessiert uns Modellbahner ja auch immer. Und damit sage ich schon mal Dankeschön, dass ihr den Film geschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst bitte gerne einen Daumen nach oben. Wenn ihr kein Abo hinterlassen habt, gerne auch das. Auch Kommentare sehe ich immer wieder gerne und versuche sie auch, wenn möglich, zu beantworten.
Zum Abschluss möchte ich euch nochmal an das Gewinnspiel erinnern. Schaut euch nochmal das Bild vorne am Anfang des Films an. Wer ist der Bärtige von den drei Personen in der Mitte? Schreibt mir diese Antwort, Name, YouTube-Kanal, per E-Mail und meine E-Mail-Adresse wie immer am Ende des Films. Bis dahin, tschüss! Thank you.